Hallo? Ja. Sehr gut. Okay, dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen. Zuerst einmal möchte ich euch für euren Mut bestätigen, dass ihr euch diesem kriminellen Thema stellt. Ich glaube, es ist eine komplette Hassliebe für jeden. Man möchte sich am liebsten nicht damit beschäftigen, muss aber irgendwie. Mir geht es genauso. Darum habe ich mich die letzten Monate halt intensiv mit diesem Thema beschäftigt, speziell was halt jetzt Websites und Online-Marketing angeht. Es ist ja ein sehr umfassendes Thema, was auch in die Unternehmensprozesse reingeht. Für das bin ich nicht zuständig, da gibt es Rechtsanwälte, die kennen sich da besser aus. Zuerst eine kurze Umfrage. Wer von euch war schon mal beim Vortrag zum Thema DSGVO? Wow, okay, cool. Und ich auch, und ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber wer hat danach genau gleich viel gewusst wie vorher? Was, da bin ich nicht dumm, habe ich schon Angst gehabt. Alles klar, also ich habe mir heute das Ziel gesetzt, dass ich den praktischsten DSGVO-Vortrag halte, den ich bis jetzt erlebt habe. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Es ist eine sehr kurze Zeit, ich musste die Slides immer wieder kürzen, weil es einfach zu lange dauert. Aber ich glaube, ich habe trotzdem für jeden was mit dabei, dass er mal sagt, okay, das kann ich jetzt umsetzen. Es wird nicht alles sein, aber legen wir einfach los und schauen wir. Kurze Umfrage noch zum Aufwärmen, weil wir dann ein sehr kriminelles Thema haben, wie gesagt. Wer fühlt sich dabei noch bezüglich Thema DSGVO ungefähr so? Okay, passt. Ein sehr ehrliches Publikum, das ist gut. Gegenfrage, wer fühlt sich bezüglich dem Thema eigentlich eh schon so? Alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Okay, passt. Ja, also ich glaube, es geht jedem so, wir müssen uns damit beschäftigen. Wichtig wie bei allem ist aber, einfach mal die Ruhe bewahren. Oh, don't panic. Es gibt einige Dinge zu beachten, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt, ein paar Tage und das durcharbeitet und sich damit beschäftigt, kann man eigentlich alles umsetzen, sofern man jetzt nicht gerade ein Konzern ist oder 100.000 Mitarbeiter hat oder halt mit sensiblen Daten arbeitet. Trotzdem aber auch natürlich die Warnung, also nehmt es ernst und gebt Gas. Der 25. Mai kommt auf jeden Fall und es gibt einiges zum Anpassen. Okay, bevor wir starten, noch eine kurze Vorstellung zu mir. Mein Name ist Clemens Graf. Ich bin Gründer und Inhaber der Werbeagentur InConcepts Marketing und Media. Wir sind eine Full-Service-Werbeagentur im 5. Bezirk. Wir sind ein siebenköpfiges Team zurzeit. Und spezialisiert sind wir jetzt primär auf WordPress und Online-Marketing. Und ich selbst bin jetzt seit 13 Jahren im Bereich Website-Erstellung und Online-Marketing tätig. Noch eine kurze Warnung nach dem Motto, Rauchen kann tödlich sein. Der Vortrag ersetzt keine Beratung durch einen professionellen, qualifizierten Anwalt. Okay, Fact-Check, dann starten wir los. Die wichtigsten Infos zuerst. Vielleicht kennt ihr die schon, aber ich denke, es ist wichtig, die zu wiederholen. Wenn man die Grundlagen wirklich mal versteht und behirnt hat, dann kann man sich eigentlich viele Fragen selbst beantworten. Weil die Absicht der DSGVO ist doch recht klar. Und wenn ich mal weiß, was die Grundlagen sind, dann kann ich schon damit denken. Ganz basic, was ist die Datenschutzgrundverordnung? Die Datenschutzgrundverordnung ist ein EU-Gesetz, also für den ganzen EU-Raum wirkend, das unmittelbar in den Mitgliedstaaten wirkt. Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für den Datenschutz. Früher war es ja so, dass jedes Land seine eigenen Regelungen gehabt hat. Deutschland war natürlich immer sehr der Vorreiter davon. Und jetzt wird das wirklich vereinheitlicht. Aber was auch interessant ist, ist auch das erste Gesetz, das wirklich für Amerika dann zutrifft. Denn jede Firma, die in Europa sozusagen Kunden oder Besucher hat, muss sich auch an die DSGVO halten. Das heißt, somit hat auch die EU zum ersten Mal Amerika eines vor den Latz geknallt und gesagt, okay, jetzt müssen wir unseren Regeln spielen. Die Absicht war ja auch primär, Sachen wie Facebook, Google etc. etwas besser zu kontrollieren. Wann kommt die DSGVO? Wir haben schon gesagt, Stichtag ist der 25. Mai. In Kraft ist sie ja eigentlich schon, aber ihre volle Wirkung entfaltet sie dann und dann würde es auch die ersten Strafen rein theoretisch geben. Oder auch praktisch, wenn man noch sehen. Genau, welche Strafen gibt es? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum alle da ein bisschen Angst davor haben. Klingt immer sehr massiv, wenn man das durchliest. Die Maximalbußgelder sind 10 Millionen Euro bzw. 2% vom weltweiten Jahresumsatz oder in schweren Fällen 20 Millionen
bzw. 4% vom Jahresumsatz. Das sind natürlich die Höchststrafen, also wird jetzt nicht jeder gleich deswegen kriegen. Aber die Richter werden definitiv angehalten, auch die Mindeststrafen extrem zu erhöhen, weil bis jetzt waren die Abmahnungen ja nicht besonders aufregend, wenn man es mal gekriegt hat. Genau, was ist eigentlich die Absicht der Datenschutzgrundverordnung? Nur Schikane oder ist da doch was dahinter? Im Grunde müssen Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Verarbeitung, Zerstörung, Veränderung oder Verlust geschützt werden. Das ist schon mal sehr interessant. Bis jetzt war ja das Backup eher mein Problem. Wenn ich meine Daten verloren habe, war sowieso ein Schaden für meine Firma. Wenn ich jetzt aber personenbezogene Daten dann verarbeite, bin ich auch dafür verantwortlich, für die Kunden die Daten zu sichern. Also Backup ist nicht mehr optional. Muss man jetzt wirklich damit beschäftigen, auch wenn ich es vorher auf mein eigenes Risiko nicht gemacht habe. Ebenso muss die Verarbeitung der Daten für den Betroffenen nachvollziehbar sein und sie dürfen grundsätzlich nur für den übermittelten Zweck verwendet werden. Also Transparenz ist ein wichtiges Thema, dass jeder weiß, welche Daten gebe ich her, warum und für was wird das verwendet. Auch sollen Unternehmen die Menge oder der verarbeiteten Daten auf das notwendige Maß beschränken. Bis jetzt war es ja eher so, dass man gesagt hat, hau mal rein den Tracking-Code, vielleicht brauchen wir die Daten irgendwann einmal. Das ändert sich ja jetzt. Ich muss mir zuerst überlegen, brauche ich die Daten, wenn ja, für was? Und dann muss ich auch entsprechend die Besucher und so weiter darauf hinweisen. Also das ist eigentlich die Absicht der Datenschutzgrundverordnung. Welche Daten sind jetzt betroffen? Geht es um alles? Nein, also es gibt eine ganz klare Kategorie. In der DSGVO geht es um sogenannte personenbezogene Daten. Habt es wahrscheinlich schon gehört. Das sind Daten jeglicher Art, die sich auf eine zumindest theoretisch identifizierbare Person beziehen. Also so ist die Definition im Gesetz auch. Klingt jetzt vielleicht interessant. Im Klartext bedeutet das, logische Beispiele wären Name, Adressen, Kontaktdaten, Zahlungsdaten, Zugangsdaten, Kundenakten etc. Für uns jetzt im Online-Marketing natürlich auch relevant. Die IP-Adresse gilt als personenbezogenes Datum, weil damit könnte ich ja rein theoretisch die Person herausfinden, die das war. Ebenso Cookies, weil wenn ich mir alle Cookies anschaue, könnte ich vielleicht auswerten, wer das eigentlich war aufgrund seiner Interessen und was er besucht hat etc. Also das ist mit diesem theoretisch identifizierbar gemeint. Es muss nicht klarer Name sein, es kann auch etwas anderes sein. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema, Erfassung von personenbezogenen Daten. Die Frage stellt sich oft bei den Kunden, verarbeite ich überhaupt diese Daten? Die meisten sagen einmal, nein, ich habe eh keine Daten. Wann verarbeite ich solche Daten? Offensichtliche Beispiele wären natürlich Online-Shops, logischerweise mit der Registrierung, Foren, Membership Areas, also wo man sich einloggen kann, Login-Bereiche, alles, wo man sich irgendwie registriert. Ich denke, das ist eh relativ offensichtlich. Weniger offensichtlich, zumindest für die Kunden öfters dann, sind Kontakt- oder Anfrageformulare. Sobald ich da Ansprechpartner, Namen, Telefonnummern etc. bekomme, sind das personenbezogene Daten. Supportformulare vielleicht noch, Newsletter-Anmeldungen, alles in dieser Richtung. Also Formulare sind meistens ein Zeichen dafür, dass ich ja Daten erfasse. Noch weniger offensichtlich, zumindest für den Kunden oft oder für den, der nicht so in der Materie drinnen ist, sind Tracking-Codes, wie zum Beispiel in Web-Analyse, also meistens Google Analytics, ist in fast jeder Website drinnen einmal. Hotjar wäre auch so ein Beispiel. Google AdWords Remarketing, Facebook Pixel für Facebook Ads etc. Alle diese Tracking Codes sind für Kunden oft gar nicht klar, dass sie das drinnen haben. Eventuell auch gar nicht mehr in Verwendung, von einer früheren Kampagne noch übergeblieben. Also da muss man auch nachschauen, was man eigentlich im Einsatz hat und warum. Das wird auch noch weniger offensichtlich und da wird es dann wirklich tricky. Jegliches Plugin oder Third-Party-Tool, das zum Beispiel IP-Adressen oder Ähnliches erfasst und verarbeitet. Also wir müssen uns auch damit beschäftigen, welche Plugins wir im Einsatz haben, was machen die eigentlich, erfassen die Daten und wo gehen die hin. Also Beispiel wären bei WordPress logischerweise Plugins, auch Services wie bei Hotels oder Restaurants wie Book a Table, wo ich dann eine Reservierung über dieses Tool vornehmen kann. Da werden ja auch dann die Daten sozusagen über Book a Table abgewickelt. Chat-Lösungen wie Zendesk oder sowas in die Richtung, also alles, wo ich Daten
sozusagen reinkommen und verarbeitet werden. Auch ein ganz gemeiner Punkt bei WordPress, Kommentare. Standardmäßig werden ja bei den Kommentaren auch die IP-Adressen mit erfasst. Ich habe da ein tolles Spam-Kommentar als Beispiel. Die Maria von Powerbacklinks hat mir geschrieben, ihr Kommentar. Und daneben sehen wir dann auch die IP-Adresse. Die wird da standardmäßig mit erhoben. Es gibt ein Plugin, das würde ich allerdings nicht empfehlen. Vor 2 Jahren zuletzt abgedatet. Vielleicht wird es jetzt bald machen, weil es sehr interessant wird. Was ich cool fand, war die Statistik an Downloads. Also irgendwie gibt es jetzt gerade reges Interesse dran. Als Alternative würde ich empfehlen, einfach deaktivierende IP-Speicherung über die Functions PHP. Gibt es ein kleines Snippet. Ich habe selber ergoogelt, um ehrlich zu sein. Wenn man das einfach reinschreibt, dann werden die IP-Adressen sozusagen nicht mehr mit erhoben. Und auch nicht vergessen, wenn ihr jetzt schon wirklich Kommentare aufgezeichnet habt in eurem Blog, dann müsst ihr auch die rückwirkend sozusagen die IP-Adressen von den bestehenden Kommentaren in der Datenbank löschen. Auch dazu gibt es in dem Artikel, den ich da gleich mal gefunden habe, eine Anleitung, wie man das über die Datenbank sozusagen löschen kann. Ein weiteres sehr beliebtes Plugin für den Kommentarspam, also gegen den Kommentarspam, ist zum Beispiel Ekismet. Mit 5 Millionen plus Downloads, sicher oft im Einsatz. Allerdings werden auch hier zum Beispiel die IP-Adresse am Server übermittelt, um zu überprüfen, ob derjenige ein Spammer ist. Ist eben dann nicht ganz koscher sozusagen, da müsste ich dann eine Zustimmung einholen, dass ich das machen darf. Alternative wäre die Anti-Spam-B zum Beispiel. Macht das Ähnliche, hat auch mittlerweile 300.000 Downloads und ist konform mit den europäischen Datenschutzstandards. Ein weiteres Plugin, das wir öfters auch auf unschuldigen Websites sozusagen, auf ganz normalen Kundenwebsites im Einsatz hatten oder haben, ist Contact Form 7 Database, also wo dann die Anfrageformulare direkt in der Datenbank gespeichert werden, damit ich eben die Übersicht habe, wer hat angefragt und die auch downloaden könnte. Auch da ist ja so, dass alles gespeichert wird und die Frage ist natürlich, wie lange darf ich Anfragen speichern? Also für den vernünftigen Zeitrahmen, wo ich es brauche, um die Anfrage zu bearbeiten, ja, aber für die nächsten 10 Jahre einfach mal so, zwecks der Gaudi nicht. Und darum müsste ich eigentlich auch hier jetzt dann die Anfragen in regelmäßigen Abständen wieder löschen. Okay, jetzt haben wir das alles einmal schon gehört und dann stellt sich die Frage, darf ich überhaupt noch Daten erfassen? Ja, darf man. Es gibt 6 Punkte, wann Daten verarbeitet werden dürfen. Und die sollte man gut kennen, aber wirklich relevant sind nur 2 für uns. Schauen wir kurz nach. Das erste ist, glaube ich, das Offensichtlichste und das wird sicher einfach öfters passieren müssen in Zukunft und das ist ja auch die Absicht der DSGVO. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben. Also ganz klassisch, wenn ich jetzt E-Mail-Newsletter Double Opt-in habe, dann natürlich darf ich der Person einen E-Mail-Newsletter schicken. Ebenso wahrscheinlich relevant, vor allem in Online-Shops. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Also wenn jemand bei mir im Onlineshop etwas bestellt, dann muss ich natürlich seine Adresse, Namen, Kontaktdaten speichern, damit ich den Vertrag erfüllen kann, ist natürlich legitim, ganz klar. Das dritte wäre, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der Verantwortliche unterliegt. Das wäre zum Beispiel die Aufbewahrungspflicht für Rechnungen und Belege, 7 Jahre fürs liebe Finanzamt. Solche Beispiele fallen da rein. Dann weniger relevant wahrscheinlich für uns ist, die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Also lebenswichtig aus Sicht des Betroffenen, nicht aus unserer, als Marketer. ist wahrscheinlich eher für Ärzte, Krankenhäuser, solche Sachen dann zutreffend. Auch weniger relevant für uns. Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Okay, die ersten 5 Punkte waren jetzt nicht so hot fürs Marketing, für die Werbung.
Gibt es noch eine Rettung? Ja, das ist der sechste Punkt. Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen, also von uns als Website-Betreiber, oder eines Drittanbieters erforderlich. Also auch wir haben natürlich berechtigte Interessen, wir müssen Werbung machen, unsere Produkte verkaufen, die Website optimieren. Das wurde auch natürlich berücksichtigt, aber, mit einem großen fetten Aber, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Das heißt, das Ganze ist eigentlich wie eine Art Waagschale. Auf der einen Seite habe ich mein berechtigtes Interesse, natürlich alles, möglichst alles zu wissen über meinen Besucher. Und auf der anderen Seite habe ich das Recht vom Betroffenen, dass er natürlich eine Privatsphäre haben möchte. Und das muss man immer pro und contra abwägen und schauen, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass ich diese Daten erfasse, ist es legitim oder bräuchte ich da doch eine Zustimmung, weil es eigentlich nicht wirklich offensichtlich ist, dass ich die Daten erhebe. Die Rechte der Betroffenen dürfen nicht übermäßig betroffen sein und haben auch immer Vorrang, das ist natürlich auch klar. Ne? Also die Datenschutzgrundverordnung ist nicht für uns geschrieben, sondern eben für die Betroffenen. Eine kleine Ausnahme gibt es noch, das wären die sensiblen Daten, wird man nicht immer erheben, ist grundsätzlich verboten, nur mit Zustimmung erlaubt. Das wären Daten, die in diese Kategorie reinfallen, also Beispiele rassische, ethnische Herkunft, politische Meinungen, Sexualleben etc. Sind jetzt, glaube ich, nicht gerade Standarddaten, die man abfragt im Kontaktformular. Könnte aber zum Beispiel bei Gesundheitsdaten sehr relevant werden. Also Apothekenbestellung oder Anfrage und solche Sachen. Okay, wie schaut jetzt eine korrekte Einwilligung aus? Das heißt, was muss ich tun, damit ich dann wirklich der Person etwas schicken darf oder seine Daten verwenden darf? Ich habe es jetzt in Stichworten einmal hingeschrieben. Es gibt einen Gesetzestext, kann man auch nachlesen, der ist aber ein bisschen sperrig zum Lesen. Also grundsätzlich muss es einmal freiwillig sein. Das heißt, die Person muss sich selbst entschieden haben, dass sie die Zustimmung gibt, darf nicht gezwungen worden sein. Sie muss für einen bestimmten Fall gegeben worden sein, also ich kann nicht einmal eine Bestätigung kriegen, ja, darfst mir Newsletter schicken und dann schicke ich ihm auch gleich alles andere oder verwende es für meine andere Firma etc. Es gibt immer klare Fälle und falls ich mehrere Verwendungszwecke habe, muss ich auch die einzeln abfragen. In informierter Weise, ich muss dem Kunden, also dem Besucher genau sagen, was passieren wird, wie lange speicherst du meine Daten zum Beispiel oder wo kommen die hin. Er muss sich einfach auskennen, es muss unmissverständlich sein, also keine Facebook-rechtlichen Hinweise mehr, die da 10 Seiten lang sind. Und es muss eine eindeutig bestätigende Handlung geben. Bedeutet jetzt konkret ein paar Beispiele. Vorab noch, es steht nicht dabei, dass es schriftlich sein muss, es könnte auch mündlich sein, aber die Nachweispflicht liegt bei mir. Das heißt, im Grunde müssen wir es schon schriftlich machen, weil sonst haben wir keinen Beweis, dass er uns die Zustimmung gab. Vorangekreuzte Checkboxen sind leider out. Dürfen wir nicht mehr machen wie früher. Ja, Hackerl, ich will den Newsletter. Hoffentlich übersieht es. Er muss eben aktiv wirklich zustimmen. Auch darf ich keine unnötigen Pflichtfelder einbauen. Bei einer Bestellung zum Beispiel, also die Daten, die ich für den Vertrag, für die Erfüllung des Vertrages brauche, darf ich ja abfragen. Aber ich kann jetzt nächstes Jahr losgehen und dann noch alles Mögliche abfragen, was mich interessiert als Marketer. Zumindest nicht als Pflichtfeld. Also ich kann schon fragen, wenn es freiwillig hergibt, ist ja okay, aber ich darf ihn nicht zwingen dazu, damit er die Bestellung abgeben kann. Kopplungsverbot ist auch ein interessantes Thema. Das wäre, dass ich quasi die Zustimmung an irgendetwas anderes kopple und er kann es sich aber nicht aussuchen, ob er jetzt das nimmt oder nicht. Also ein Beispiel wäre, ich will eine Zustimmung machen für 2 Firmen. Also ja, ich will ein Newsletter erhalten von Firma AB und DE. Nein, das muss ja wirklich getrennt sein, ich darf das nicht eben koppeln. Ein Streitthema, ich glaube aber, dass es weiterhin gehen wird, ist nur meine persönliche Meinung, wäre eben zum Beispiel gratis E-Books Download, gib mir deine E-Mail-Adresse, kriegst ein E-Book. Ist eigentlich eine Kopplung, ne? Aber er ist ja auch nicht gezwungen, das zu machen, er muss ja mein gratis E-Book nicht bestellen, von dem her glaube ich, wäre das kein Problem sein. Ich habe schon gesagt, jede Verwendung muss konkret auswählbar sein, und es muss klar, deutlich und einfach formuliert sein. Ein paar Beispiele, wie das jetzt aktuell gelöst wird. Hier ist ein Beispiel aus Anmeldeformular der Wirtschaftskammer für den ID.
Und da gibt es unten dann den Passus: Ihre Daten werden von uns vertraulich behandelt, die Verwendung Ihrer Daten erfolgt nur für den Zweck der Veranstaltung. Okay, alles klar, das wenn ich da ausfülle und abschicke, dann wird das wirklich nur für die Veranstaltung verwendet, ich kriege dann keine Mailings oder sonstigen Sachen. Und man sieht auch hier bei den Pflichtfeldern, die sind ziemlich abgespeckt, also wirklich nur das Notwendigste für die Veranstaltung. Der ganze Rest ist hier alles als optional zum Ausfüllen. Wer von euch kennt C2N? Wahrscheinlich die meisten, passt. Die haben das auch ganz schick gelöst für die Newsletter-Anmeldung zum Beispiel. Ich habe hier eben die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse einzugeben und den Newsletter zu abonnieren. Und darunter habe ich den Link Beispiele, Hinweise, Doppelpunkt, Datenschutz, Analyse und Widerruf. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf eine extra Seite, wo mir ganz übersichtlich erklärt wird, ja, was passiert, warum verwendet ihr Statistiken, wie verwendet ihr Mailchimp etc. Und dann gibt es auch noch den Datenschutzhinweis. Darunter kommen sogar noch Beispiele bisheriger Newsletter. Also das ist wirklich sehr, sehr fair und übersichtlich gelöst, da gibt es nichts zu meckern. Auch von T3N wäre zum Beispiel das Anmeldeformular für den Login-Bereich, den Sie haben. Da steht dann auch drunter, indem du auf diesen Button klickst, stimmst du deine Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu. Wenn ich da draufklicke, komme ich gleich direkt zur Datenschutzerklärung. Ein weiteres, letztes Beispiel von einem Anfrageformular für einen Bauträger. Und da haben wir dann zugeschrieben, Ihre Daten werden an uns für die weitere Verarbeitung, Angebotserstellung und gegebenenfalls Vertragserfüllung übermittelt und in unserer Kundenverwaltung für maximal 12 Monate gespeichert. Dann weiß derjenige auch ganz genau, was damit passiert. Okay, das waren jetzt mal einige Beispiele. Ich muss jetzt Gas geben, die Zeit vergeht. Praktische Umsetzung, ich habe es ja versprochen, also was kann man noch praktischer hier vermitteln? Wir gehen eben so vor bei den Webseiten, dass wir zuerst einen Datenaudit machen und einmal schauen, welche Daten werden erhoben. Das heißt, ich muss mir mal anschauen, welche Daten generiere ich mit meiner Website, muss ich mal wirklich hinsetzen und alles genau durchprüfen und was geschieht vor allem auch damit. Und mal schauen, okay, A, erhebe ich personenbezogene Daten wahrscheinlich und B, sind es auch sensible Daten, wenn ja, dann gibt es noch eine Reihe von anderen Verpflichtungen, die ich bekomme, die stehen dann in der DSGVO. Beispiele wären eben Formulare, die Webanalyse, E-Mail-Signups, Kommentare, Webshop etc. Einfach mal eine Liste machen und durchschauen, wo kommen Daten hin. Es ist meistens viel mehr, wie man glaubt. Bei den Formularen ist auch ein wichtiges Thema natürlich. Mal schauen, sind meine Formulare korrekt? Das heißt, habe ich keine unnötigen Pflichtfelder? Gibt es beim Formular direkt beim Absenden entweder eben einen Link, einen Hinweis auf die Datenschutzerklärung oder eben genau die Erklärung, was mit den Daten passiert. Gibt es irgendwo vorausgewählte Checkboxen, die es nicht geben sollte? Und auch wichtig, habe ich eine SSL-Verschlüsselung, weil es natürlich auch eine Absicherung der Daten, wenn ich Formulardaten erfasse, dann sollten die auch verschlüsselt werden. Ist mit Let's Encrypt jetzt ja eh mittlerweile gratis möglich. Ich habe mir sagen lassen, bei EasyName ist jetzt nicht der bezahlte Plug, aber bei EasyName gibt es das auch schon gratis mit dabei. Welche Online-Marketing-Tools und Skripts etc. werden verwendet? Da auch in Ruhe mal durchschauen. Google Analytics werden die meisten drinnen haben. Darf man auch verwenden, man muss nur einige Anpassungen vornehmen, zu dem kommen wir noch. Google AdWords, Remarketing, verwende ich das. Facebook Pixel, sonstige Skripts, einfach mal durchschauen, was da drinnen ist. Ein praktisches Beispiel, wenn man jetzt nicht so code-affin ist, wäre das Firefox oder Chrome-Plugin Ghostery. Ist ein Werbeblocker, hat aber gleichzeitig eine coole Funktion, dass er mir genau zeigt, was da passiert. Ich habe mal den Herald aufgerufen und da wird man gleich einmal ordentlich befeuert mit 9 Trackers und 5 Werbenetzwerken, also die Cookies fliegen da nur so rundherum. Und man sieht eben dann ganz genau, was da passiert. Also Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, okay, ich werde überwacht, Google Audiences etc. Das könnt ihr euch mal einrichten und dann könnt ihr ganz leicht eure Website anschauen, was da so vorkommt. Ja, auch noch ein Punkt, wie angesprochen, falls ich jetzt wirklich personenbezogene Daten auf der Website speichere, also Online-Shop, Login-Bereich und so weiter, auch einmal anschauen, wie das Backup gelöst ist, weil ich ja auch die Daten vor Zerstörung sichern muss.
Security ist generell ein Thema, sollte sowieso Standardthema sein, also Updates von WordPress und Plugins halt einhalten, WordPress Hardening, Best Practices vornehmen etc. Und wie schon erwähnt, SSL, auch für SEO hat es einen kleinen Vorteil, also ich soll es einfach einsetzen, kann nicht schaden. Dann ebenso noch die Frage zu guter Letzt, wer hat eigentlich Zugriff auf die Daten, also auf die Website, aufs Google AdWords Konto oder was auch immer. Ich muss dann eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit dem Hosting-Anbieter abschließen. Die werden da eh viele Sachen bereitstellen, logischerweise, weil die ja selbst daran interessiert sind. Das kann dann auch in elektronischer Form erfolgen. Also mit Savi habe ich auch gerade vorher gesprochen. Die werden das bald einführen, dass man im Konto über eine Checkbox einfach das bestätigen kann, dann ist es erledigt. Ja, von dem her muss man jetzt dann Verträge hin und her schicken. Das werden sicher die Hosting-Provider auch für uns übernehmen. Aber halt schauen, ob es das gemacht hat. Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit der Agentur, die die Website betreut zum Beispiel, wenn die auch Zugriff auf die Daten hat. Und einen Geheimhaltungsvertrag mit den Mitarbeitern. Auch da gibt es eine Vorlage von der Wirtschaftskammer, weil die Mitarbeiter müssen das ja auch alles einhalten. Okay, jetzt habe ich meinen Audit gemacht. Als nächstes muss ich dann eben die Anpassungen vornehmen. Und da kann ich dann so vorgehen, dass ich mir mal, jetzt habe ich meine Liste gemacht, was ich jetzt alles an Daten erhebe, welche Plugins ich habe etc. Einfach mal schauen, wenn es nicht notwendig ist und nicht DSGVO-konform ist, logischerweise einfach mal entfernen, dann brauchen wir es ja nicht. Auch nicht vergessen, die alten bestehenden Daten löschen, falls ihr die noch habt, wenn die jetzt dann nicht DSGVO-konform erhoben wurden. Ja, Hinweise oder Zustimmungserklärungen ergänzen, dort was notwendig ist, eben Kontaktformulare etc. Und die Datenschutzerklärung erstellen oder anpassen. Auch da gibt es gute Vorlagen von der Wirtschaftskammer, die man nehmen kann, muss man nicht unbedingt gleich zum Anwalt gehen, wenn man eine ganz Standard-Website hat, mit dem zusammenstoppeln, dann haut das schon ganz gut hin. Google Analytics ist sicher ein wichtiges Thema, viele unserer Kunden haben dann schon gesagt, schmeißen wir es raus, also aus Panik, und von dem rate ich natürlich ab, ihr wollt ja auch eure Website weiterhin optimieren und betreuen, also nicht jetzt wegen der DSGVO alles über Bord werfen und die Nerven verlieren. Es gibt ein paar Schritte bei Google Analytics, die man vornehmen muss. Das erste wäre ein Anonymized IP einzustellen. Standardmäßig wird da die komplette IP-Adresse an Google übermittelt. Gibt es eine kleine Ergänzung, die ich machen kann. Dann werden die letzten drei Stellen weggeschnitten, also quasi pseudonymisiert. Dann ist das Ganze schon wieder okay. Datenverarbeitungsauftrag mit Google abschließen, das geht im Google-Konto, zeige ich euch dann noch. Cookie-Hinweis, sobald ihr Google Analytics verwendet, setzt ihr auch Cookies, das heißt, dann brauche ich auch diese Cookie-Toolbar zum Wegklicken. Datenschutzerklärung ergänzen, also eure eigene, mit Hinweis darauf, eben, dass ihr Google Analytics verwendet, was es ist, etc. Und es muss auch immer eine Opt-out-Möglichkeit geben, also wenn derjenige sagt, ich will das nicht verwenden, dann muss er irgendwie die Möglichkeit haben, dass er da rauskommt. Auch da zeige ich euch noch, da gibt es einen Link, den man setzen kann zu einem Toolbar-Plugin. Wie schaut das Anonymize IP aus? Also im Tracking-Skript, entweder jetzt für Universal Analytics, was die meisten wahrscheinlich von euch noch haben werden, oder jetzt der neue Global Site Tag, muss ich eben dann hier diesen Teil ergänzen, auch das gibt es überall im Internet als Anleitung. Das ist keine Rocket Science. Falls ich jetzt nicht im Tracking Code herumfutzen möchte, könnte ich auch ein Plugin nutzen, wie zum Beispiel dieses, wo ich auch dann kleine Statistiken habe, schon direkt im Dashboard. Und da gibt es dann die Möglichkeit, unter erweiterte Einstellungen IP-Adresse anonymisieren einzuschalten. Dann passiert eben genau das, also diese Zeile wird hinzugefügt. Aber Achtung, wenn ihr dann den Tracking-Code schon drinnen habt und dann auch noch das Plugin installiert und einrichtet, dann habt ihr einen Doppel drinnen und dann habt ihr eine Absprungrate von 1%, dann passen die Daten nicht mehr. Also ihr müsst das schon vorher entfernen, falls ihr dann das Plugin nutzen wollt. Gut, dann der Datenverarbeitungsauftrag, also im Google Analytics-Konto, bei Kontoeinstellungen. Wenn ihr da drauf geht, dann gibt es ja, wenn ihr runterscrollt, gibt es diesen Abschnitt.
Zusatz zur Datenverarbeitung. Wenn ihr jetzt euer Google Analytics-Konto schon längere Zeit habt, dann wird es bei euch wahrscheinlich so ausschauen, dass hier steht, für dieses Konto erfolgte noch keine Zustimmung für den Zusatz zur Datenverarbeitung. Also solange das steht, habt ihr noch keine gültige Vereinbarung mit Google. Ihr müsst dann einfach einmal auf Zusatz anzeigen klicken, dann kommt eben dieser Hinweis, den man sich dann ganz gründlich durchliest. Und dann klickt man auf Speichern und dann ist das Ganze erledigt. Und dann sollte es so ausschauen, die Zustimmung für den Zusatz zur Datenverarbeitung für dieses Konto erfolgte am 4. April 2018. Ab dem Zeitpunkt sind die Daten, die ihr an Google schickt, legitim. Rein theoretisch müsstet ihr alles von davor löschen. Also ich empfehle euch auch noch, dass ihr eine eigene Datenansicht anlegt mit diesem Stichwort, wo ihr das gemacht habt. Dann habt ihr für später, falls es hart auf hart kommt, eine Datenansicht mit den Daten ab diesem Zeitpunkt und die anderen könnt ihr dann löschen, bevor der Prüfer kommt oder so. Der Zusatz zur Webanalyse, also in der Datenschutzerklärung, ja, das ist eine Vorlage, kann man sich auch bei verschiedenen Webseiten inspirieren lassen, die das vielleicht schon gemacht haben. Es wird dann genau darauf hingewiesen, was Google Analytics ist, wo die Daten hinkommen etc. Es gibt dann hier eben diesen Link auf dieses Opt-out-Plugin, das derjenige installieren könnte. Wenn ich das verlinke, ist das schon mal okay für die Opt-out-Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, wenn ich es ganz genau nehme, gibt es auch online zum Nachlesen. Ich kann auch ein kleines Skript einbauen, dass ich mir, wenn ich auf diesen Link klicke, ein Opt-out-Cookie verpasse, damit ich nur für diese Website sozusagen keine Daten erfasst bekomme. Aber es ist nicht beides notwendig, also das erste ist sicher leichter. Ja, da haben wir es nochmal im Zoom. Okay, dann auch noch schauen natürlich, wenn ich jetzt Cookies verwende, also bei Google Analytics ja sowieso der Fall, aber auch sonst noch, also Mehrsprachigkeit zum Beispiel, Login-Bereiche etc., da werden überall Cookies gesetzt. Ja, da wir sehen, Webanalyse, Login-Bereiche, Mehrsprachigkeit, Online-Shops. Wenn Cookies gesetzt werden, dann brauche ich eben auch diesen Cookie-Hinweis. Da verwenden wir zum Beispiel gerne diesen da von DeFactory. Ja, hat auch schon 500.000 Installs, wurde relativ kürzlich abgedatet, kann man recht gut anpassen und damit ist das dann schon erledigt. Noch ein Hinweis, also tut sich nicht unnötig selbst geißeln, ich habe auch schon Webseiten gesehen, wo dann ganz fett über die ganze Menübar dieser Cookie-Hinweis steht und man findet das Menü gar nicht und kann die Seite nicht verwenden. Ihr könnt es ruhig unten hingeben, also tut sich nicht unnötig da Steine in den Weg werfen. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, zumindest zu einem gewissen Grad haben wir jetzt dann diese Reaktion. Ich weiß, es gibt noch viel mehr, man muss sich damit beschäftigen, aber ich denke, es waren schon mal einige praktische Tipps. Noch ein kleiner Bonus. Ich habe ja in der letzten Zeit viele Checklisten und Vorlagen gesammelt von der Wirtschaftskammer. Ist recht gut aufbereitet, aber oft schwer zu finden. Also schickt mir eine E-Mail, dann kann ich euch eben so ein kleines Bundle schicken mit den PDFs und Checklisten, die man da halt so bekommt. Das sind nicht meine Vorlagen, sondern eher die von der Wirtschaftskammer. Wie speicherst du die Daten? Die werden nur für den Zweck von dieser Ausgabe verwendet. Gut aufgepasst. Für wen gibt es Datenschutzgrundverordnung? Für alle. Also sobald du. Privatpersonen. Nein, für Privatpersonen gibt es eine Ausnahme. Es darf nur nicht dagegen einen gewerblichen Hauch haben. Und Vereine. Oh. Ja, auch wiederum, also wie gesagt, am besten noch checken kurz mit der Wirtschaftskammer, aber bei Vereinen schätze ich mal, wenn die komplett gemeinnützig sind, müsste man sich aber erkundigen, also den Fall habe ich noch nicht gehabt. Okay, gut auch, passt, ja. Also wie gesagt, ich bin ja kein Rechtsanwalt, das heißt, ich weiß so, was ich bei der Website anpassen muss, aber... Wie gehst du oder ihr mit externen Sachen wie externe Fonts, Google Maps, und sowas um? Ja, das ist ja auch alles so. Ja, auch für Google Maps gibt es einen kleinen Hinweis zum Beispiel, den man in die Datenschutzerklärung reingeben kann. Bei den Fonts ist halt die Frage, werden personenbezogene Daten erhoben? Muss man IP, klar. Genau, also da muss man dann immer schauen, da werden die Anbieter sicherlich dann Lösungen auch bereitstellen. Auch noch kurz, es gibt auch die Möglichkeit für eine geförderte, also es gibt auch Förderungen von der Wirtschaftskammer, die bieten wir jetzt den Kunden auch an, weil es war
erstens mal für die Kunden eh schon nervig, dass sie es machen müssen. Dann haben wir geschaut, okay, wie können wir es zumindest das Trostpflaster weniger aufwendig machen. Auch da kann ich euch Infos schicken, dass man so ein DSGVO-Website-Audit macht oder eine Beratung, die fast zu 50% auch gefördert wird. Okay, dann mal vielen Dank. Ich weiß nicht, wie wir jetzt von der Zeit her. Ja, zum Nebel aufhören. Gibt es sonst noch jetzt unmittelbar Fragen? Aber kann man irgendwie Facebook Remarketing oder Custom Audience nochmal ansprechen? Wie löst ihr das irgendwo oder werdet ihr einfach mit 25. aufhören, sowas zu nutzen? Naja, auch wiederum mit der Datenschutzerklärung, da musst du halt einen Passus reinschreiben, dass du eben was machst. So wird es halt zurzeit gemacht bei vielen Websites. Ja, und dann auch, ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit des Opt-outs, dass man da nicht erfasst wird, das muss man halt bereitstellen, dann wäre es grundsätzlich okay. Ich meine, das Thema ist, es gibt noch keine Rechtsprechung zur DSGVO. Also es ist sehr spannend, weil es ist ein Gesetz, es gab noch kein einziges Urteil diesbezüglich, also wie dann die Richter wirklich in der Praxis entscheiden, wissen wir ja noch nicht. Darum kann man es jetzt einmal nur zum besten Gewissen vorbereiten. Entweder man geht ein gewisses Risiko ein oder auch nicht. Und dann werden wir eh sehen über die nächsten Monate, welche Best Practices sich da etablieren. Und ich schätze mal schon, dass es natürlich zuerst hoffentlich die größeren treffen wird und wir können dann daraus lernen. Ja? Verantwortlich ist das, wenn bei deinen Kunden alles richtig zu machen oder ist es die Verantwortung dafür? Ja, ich glaube, das ist ein Streitthema, aber ich persönlich denke mir, wenn ich einen Baumeister beauftrage, dann sollte er auch die rechtlichen Normen kennen. Also ich glaube, das wird ungut. Zumindest den Kunden verliere ich, wenn er sich aufregt. Ne? Aufs Recht. Ich weiß nicht, wie es rechtlich dann wäre. Aber es gibt sowas wie bei, Privacy by Default. Also wenn ich Webseiten erstelle, sollte ich eben diese ganzen Daten, also diese ganzen Einstellungen eigentlich schon möglichst berücksichtigen. Darum, wenn ich Webseiten erstelle, sollte ich das dann schon auch quasi entsprechend richtig machen. Ja? Zum Thema Privacy by Default. Wenn der User auf die Website geht das erste Mal, dann wird er schon getrackt, ohne dass er das gelesen hat. Eigentlich wichtiger ist das Bild erst am Nachladen, wenn er den Cookie-Hinweis okayisiert hat. Stimmt, also bei diesem Plugin, was ich gezeigt habe, gibt es auch einen kleinen Hook, also ein kleines Skript dabei. Mit dem kann ich gewisse Skripts blockieren, bis er auf OK geklickt hat. Also das kann man auch. Ist das rechtlich erforderlich? Ja, es wäre halt je nachdem, was ich vornehme. Ne? Wenn es jetzt eine erwartete Handlung ist, so wie Google Analytics, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, dann ja. Also kann ich auch jetzt nicht genau sagen, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall bei dem Plugin, dass man das blockiert, dann ist man 100% auf der sicheren Seite. Ja? Ich denke, in Österreich wird es nicht so arg geahndet wie in Deutschland, aber für die Leute, die in Deutschland Webseiten aufbauen, die sind sicherlich nicht mehr extrem betroffen, oder ist es nur das? Ja, Österreich und Deutschland, wie gesagt, Ziel ist ja hier eine einheitliche Rechtsprechung zu schaffen. Deutschland war immer viel schärfer, was das angeht. Jetzt. Ja. Sobald ich den Webshop den ersten deutschen Kunden habe, habe ich das Problem. Genau, also ja. Es wird sicher in Deutschland wieder Ärger zugehen wahrscheinlich, aber auch in Österreich dürfen wir es nicht uns denken. Nein, sicher nicht. Wird nicht passieren. Aber das eine. Alles klar. Ja, eine Frage noch und dann muss ich auch einmal der nächste Belauf vorbereiten. Ich habe mit besonnenen Daten bei einem Internet von einem Unternehmen. Ja, auch die Daten meiner Mitarbeiter sind personenbezogene Daten, also auch da muss ich dann schon. Ich kann auch Opt-out. Ich kann ja mit denen eine Vereinbarung treffen, ne? Eine schriftliche, dass sie dem zustimmen und sie können sich ja auch bei mir quasi out, also Opt-outen. In realen Leben. Analysieren, genau. Okay, dann vielen Dank. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei. Ich bin auf der